Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von CEO Science Notes. Heute sprechen wir über Design, Journalismus und Infografik. Und mein Name ist Bernd Eberhardt und ich bin Redakteur beim Science Notes Magazin. Und unser Gast heute ist die Designerin und Illustratorin Tanja Hildebrandt. Hallo Tanja, schön, dass du dabei bist und heute mitmachst. Hallo Bernd, ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr schön. In unserer Reihe CEO Science Notes, da sprechen wir ja immer mit herausragenden, spannenden Medienleuten über ihre Arbeit, mit Autorinnen also, mit Fotografen, mit Illustratorinnen wie dir, Tanja. Und wir sprechen darüber, wie es ist, von der Wissenschaft zu erzählen und sie zu erklären und sie erfahrbar zu machen. Und wir wollen eintauchen in die jeweiligen Geschichten und auch in deren Hintergründe und fragen, wie hast du das eigentlich gemacht? Und auch heute haben wir wieder so drei Teile bei diesem Abend. Wir haben den ersten Teil, da sprechen wir ganz konkret über eine Geschichte, über eine Infografik, die wir zusammen gemacht haben. Sie heißt Zustopfen und Abhauen, über Plug and Abandon geht es da. Und dann haben wir so einen ganz kurzen kleinen Teil, das ist so eine Art Speed-Dating mit ganz kurzen, schnellen Fragen. Und dann sprechen wir im dritten Teil noch ein bisschen allgemeiner über deine Arbeit, Tanja. Und über weitere Projekte, die du hast und was auch darüber, was Illustration und Journalismus eigentlich miteinander zu tun hat. Tanja, wie ist es denn bei dir? Gab es bei dir so den einen Moment, die eine Illustration vielleicht, die für dich wie so ein Erweckungserlebnis war, die dich so fasziniert hat, dass du gesagt hast, hey, das möchte ich auch gerne mal machen? Vielleicht eher so Künstler. Ich fand schon eigentlich relativ lange Kandinsky und Miró ziemlich gut. Und auch wie die so mit Farbe, also so, weil die sehr grafisch arbeiten, mit Farbe und Form. Und das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Aber das ist ja auch so ein bisschen so ein ewiger Streit, wo hört Design auf und wo fängt Kunst an und so weiter, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Tanja, ich darf dich ganz kurz vorstellen, damit alle Leute hier wissen, was sie eigentlich erwartet oder wer sie eigentlich erwartet. Also Tanja Hildebrandt, du bist selbstständige Designerin und Illustratorin und bezeichnest dich auch als multidisziplinäre Designerin. Da kommen wir gleich noch drauf. Du lebst inzwischen in Hamburg, kommst aber ursprünglich aus dem Süden. Aufgewachsen bist du gar nicht weit weg von uns hier, nämlich auch nicht weit weg von Tübingen. Dann bist du nach Karlsruhe gegangen, an die Staatliche Hochschule für Gestaltung und hast da ein Diplom in Kommunikationsdesign gemacht. Und du hast da einen weiteren Abschluss gemacht, nämlich in Kommunikationsstrategie. Dann hast du schon während dem Studium ganz viel freiberuflich gearbeitet und seit deinem Abschluss 2018 machst du das jetzt hauptberuflich als freie Designerin. Und du arbeitest für journalistische Magazine, wie zum Beispiel das Science Notes Magazin, aber auch für Kunden wie das Helmholtz-Zentrum zum Beispiel oder die Transform-Baugenossenschaft, das Karlsruher Institut für Technologie. Und du gibst Designkurse für die Softwarefirma Adobe. Und dann hast du letztes Jahr außerdem noch ein nachhaltiges Design- und Branding-Studio gegründet, das heißt Reframe. Wow, ja, und das ist ja nur so eine ganz kleine Auswahl an den tollen Sachen, was du so machst, Tanja. Vielleicht gleich mal die Frage, was ist denn eigentlich eine multidisziplinäre Designerin? Ja, danke dir erstmal, Bernd, für die schöne Vorstellung. Multidisziplinäre Designerin bedeutet eigentlich, dass man nicht nur einen Bereich hat, in dem man sich so ein bisschen vertieft hat. Also bei mir ist es eigentlich Grafikdesign und Illustration und eben auch Infografiken, was für sich jeweils auch eine Disziplin ist, auf die man sich eben auch nur spezialisieren kann und nur das machen kann. Und dadurch, dass ich, ja, bei mir sage ich immer so, ich habe so irgendwie zwei oder drei Herzen in mir, wo irgendwie einfach beides oder alle drei Sachen mag. Und irgendwie verknüpfen sie sich dann doch immer wieder auch viel bei den Projekten. Okay. Und konntest du dich einfach nicht entscheiden oder bist du einfach in allem so gut? Das musst du vielleicht meine Kunden und Kundinnen fragen. Ich kann mich insofern nicht entscheiden, dass ich alle drei Sachen total gerne mache und ich auch immer wieder merke bei einigen Projekten, dass ich halt viele
viele von den Disziplinen, die sind jetzt auch nicht total weit voneinander entfernt. Also so, es gibt halt auch immer eine große Überschneidungsmenge und deswegen passt es eigentlich auch ganz gut zusammen. Und bisher war es eigentlich immer zum Vorteil, dass wenn ich irgendwie eine Illustration machen sollte und dann sehen sie, dass ich irgendwie auch Grafik mache oder so, dann ist das eigentlich meistens immer so ein bisschen so ein Mehrwert nochmal, würde ich es nennen. Okay, genau. Sehr schön. Und bei all dem, was du so machst und designst, sagst du, du willst deine Arbeit dazu nutzen, sinnvolle Information und Gutes zu gestalten. Was meinst du denn damit? Ja, Gutes, das ist natürlich auch immer eine Interpretationssache. Ich würde es darauf beziehen, dass ich mich darauf spezialisiert habe, für sozial und ökologisch nachhaltige Unternehmen, Institute, Projekte, Produkte zu arbeiten, weil ja, ich sehe das immer so ein bisschen, so KommunikationsdesignerInnen, die tragen halt auch sehr viel dazu bei, was gestaltet wird und wie was gestaltet wird und wie was halt auch bei dem Rezipienten oder bei einem potenziellen Kunden oder Kundin auch ankommt. Und da will ich halt irgendwie auch moralisch dahinter stehen. Und deswegen habe ich das so für mich definiert. Und ja, so Gutes in Anführungszeichen, das ist ja dann immer je nachdem, wie man das definiert. Aber ich beziehe es so auf sozial und ökologisch nachhaltig. Kommt es dann tatsächlich vor, dass du Aufträge ablehnst, weil du sagst, boah, nee, also nicht so Lust für euch? Also würdest du das natürlich anders formulieren? tatsächlich kam es bisher noch nicht vor. Ich glaube, dadurch, dass ich mich eigentlich schon während dem Studium so darauf spezialisiert hatte und das zeige ich ja auch nachher noch so ein bisschen, ein Projekt, mit dem ich eigentlich auch so das Studium beendet habe, da habe ich dann schon gemerkt, irgendwann hat man dann auch so ein bisschen so seine Kontakte vielleicht in so einer Szene. Also da würde ich sagen, bin ich irgendwie ganz froh, dass bisher irgendwie immer auch so die Kunden kamen, wo ich auf jeden Fall so direkt auch sagen konnte, ja, da stehe ich irgendwie total dahinter, auf jeden Fall. Okay, gut. Und du stehst auch hinter der Wissenschaftskommunikation und vielleicht ist es auch, also offensichtlich ist es für dich auch etwas Gutes der Welt zu zeigen, zum Beispiel, dass da draußen noch ein ganzer Haufen alter Ölbohrlöcher sind, die da vor sich hin blubbern. Du hast nämlich für uns eine schöne Grafik gemacht für Science Notes Magazin und dazu hast du so eine kleine Slideshow vorbereitet. Genau, ihr hattet ja jetzt, ich habe mich da sehr über die Anfrage, ich hatte euch ja mal angeschrieben und da hatte mich Sandra tatsächlich im Oktober auch kontaktiert oder im September, dass ihr da ein Thema hättet, wo ihr eine Infografik zu braucht, zum Thema Ölbohrlöcher und Zustopfen oder was passiert mit alten Ölbohrlöchern. Und ich kann es jetzt ja einfach mal zeigen. Letztendlich ist ja dann eine sechsseitige Infografik daraus entstanden. Ich zeige das hier mal. Das erste ist jetzt noch ein Foto. Hier jetzt nochmal das als PDF, dass man danach auch nochmal so ein bisschen genauer reingehen kann. Ich möchte das einfach mal so einen Überblick zeigen, was es dann letztendlich, was dabei rausgekommen ist, bevor wir vielleicht so ein bisschen drauf eingehen, wie so der Weg war. Also es war der Weg dahin war ganz interessant, weil du hattest mir ja ein Dokument zukommen lassen, dein Recherchedokument, was, glaube ich, tatsächlich 15 oder 17 Seiten hatte, also relativ groß. Ziemlich viel, ja. Zu dem Thema Ölbohrlöcher eben auch, also hier auf der ersten Seite sieht man natürlich auch geschichtliche Hintergrundinformationen waren dabei, dann aber auch unterschiedliche Fokusthemen. Also der Fokus war ja auch auf der Nordsee, wie viele Ölbohrlöcher oder Bohrinseln es auch da gibt, wie viele verlassene und wie viele es jetzt noch aktive gibt. Dann ging es so ein bisschen breiter gefächert, auch zu den Methanemissionen oder wann auch so der höchste Punkt war von der Ölförderung. Und dann ging es ja zum Schluss noch auch um das Thema, wie man eben so Ölbohrlöcher zumacht, also wie so dieser wissenschaftliche oder dieser Prozess, dieser technische Prozess stattfindet. Und dann ging es ja auch noch um ein Forschungsprojekt von zwei Forschern oder drei WissenschaftlerInnen vom GEOMAR, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Also so relativ weit oder breit umfächert. Dann hatten wir hier auch noch so Key Facts. Und zuerst hatte ich irgendwie angefangen, dein Dokument zu lesen, um überhaupt mal so in das Thema reinzukommen, weil ich hatte mich tatsächlich auch mit einigen wissenschaftlichen Themen so immer mal wieder für Projekte, aber Ölbohrlöcher waren auch tatsächlich noch nicht dabei. Und dann hatte ich dein Dokument gelesen
Und im ersten Schritt war es eigentlich erstmal darum, so das Thema zu greifen und auch zu schauen, in welche Richtung du ja auch recherchiert hattest, also was eben alles für Informationen drin waren. Und im zweiten Schritt habe ich dann geschaut, als ich versucht hatte, alles zu verstehen, also so technisch, wissenschaftlich, was irgendwie auch relevant sein könnte, dann natürlich zu schauen, diese 15 Seiten runterzubrechen. Ich glaube, am Anfang war es bei uns ja auch noch nicht sicher, ob wir 4 oder 6 Seiten haben. Letztendlich sind es dann 6 Seiten geworden. Und dann war so die erste Aufgabe mal zu schauen, okay, wie könnte ich so vom Storytelling her irgendwie einen logischen Aufbau reinmachen oder reinbringen? Was denke ich, also da war es irgendwie auch total schön, so die Zusammenarbeit auch mit dir und auch mit Sandra, weil ihr habt mir da ja, oder du hast mir ja auch so textlich relativ viel Freiraum gelassen. Ne? Ich hatte dich so gefragt, inwieweit darf ich jetzt mal so mit dem Text arbeiten, dass, dass ich so ein bisschen machen kann und euch so zeigen kann, okay, so viel Text würde reinpassen, dazu würde ich eine Visualisierung machen, das würde ich vielleicht nur textlich mit reinnehmen. Darum ging es ja eigentlich so in dem ersten Schritt. Und hier habe ich mal noch, das war von unserer ersten Runde, nachdem du mir das Dokument gegeben hattest, habe ich dann quasi, da waren noch 4 Seiten angedacht, also 2 Doppelseiten. Und da hatte ich erstmal so versucht, diesen ersten Aufbau reinzubekommen. Und hier eben auch so ein bisschen, hier war das Geschichtliche. Das hatten wir ja dann zum Schluss auch ausgelagert auf die Doppelseite davor, einfach damit wir so ein bisschen mehr Platz haben. Hier ging es dann schon mehr in dieses Thema rein, dass wir gesagt haben, okay, der Fokus soll tatsächlich auf der Nordsee liegen für diese Doppelseite. Und vielleicht dann hier. Tanja, wenn ich dir mal ganz kurz hier so reingrätsche, mir fällt gerade auf, vielleicht fragen sich ein paar Leute noch, um was geht es denn eigentlich überhaupt in der Grafik? Du darfst gleich wieder weitermachen. Aber vielleicht, um das so kurz zu verorten, also es geht um im Grunde um alte ausgenutzte Bohrlöcher, entweder an Land oder in dem Fall noch mehr mit dem Fokus auf die Nordsee, also Ölbohrlöcher unter dem Meeresboden, die zwar teilweise zugemacht werden, nachdem diese Ölquellen erschöpft sind, aber die eben, und das war so das Forschungsprojekt, was wir da auch vorgestellt haben, die eben teilweise noch nicht ganz dicht sind, immer noch nicht dicht sind und immer noch Methan und Erdgas, klimaschädliche Gase eben da rauslassen. Und da, das ist so das ganze Thema von der Grafik. Genau, ja. Genau, ja, und da hatte ich dann so ein bisschen geschaut, wie man den Aufbau machen kann von der Reihenfolge her. Und ja, du hast total recht, also auch zuerst am Anfang mal zu erklären, was ist überhaupt ein Bohrloch, wie sieht sowas aus? Das hatten wir ja dann auch auf die erste Doppelseite gepackt, dass man so ein bisschen geschichtliche Hintergründe gibt. Seit wann wird überhaupt nach Öl gebohrt? Wie viele Löcher gibt es denn eigentlich auf der Welt? Und da war ich auch schon irgendwie verblüfft, wie viele es sind. Ich glaube, allein in der Nordsee waren es 20.000 Bohrlöcher. Und das war schon, also da standen natürlich super viele Zahlen drin. Also ich glaube, das waren ja noch viel, viel mehr auch tatsächlich in dem Recherchedokument, wo man dann so ein bisschen filtern musste, okay, welche Informationen packen wir wohin, was ist wichtig, das, was du gerade angesprochen hast, dass wir dann auch gesagt haben, okay, auf jeden Fall geht es auch sehr stark darum, dass man noch sagt, auch die schon zugemachten Bohrlöcher stoßen eben zum Teil immer noch Methan aus und das auch in Massen, was natürlich schon dann auch relevant ist, so in der großen Menge. Und hier dann so auch der Aufbau, wie, ja, wann am meisten gebohrt wurde, dass hier der Peak Oil nennt sich das, das ist dann die größte Menge, die aus dem Boden rausgeholt wird, die ist eigentlich hier in der Nordsee dann schon wieder vorbei gewesen. Und genau, und das hier auch die zweite Seite, wo ich noch ganz viel so kleinere Informationen hatte, wo es darum ging, was kostet es ein Staat, ein Ölbohrloch zuzumachen, wie lange dauert denn der Prozess überhaupt, so ein Ölbohrloch wieder zuzustopfen, was kostet es, wie ist da auch so der Ablauf, was hängen da für Firmen drin, also wie ist so die Struktur von so einem Ablauf, und dann ging es natürlich noch um den eigentlichen Ablauf von diesem Prozess, was zugemacht wird. Da hatte ich, glaube ich, auch gar nicht so viel Bildmaterial dazu. Da war es vor allem auch so eine Erklärung. Und dann hatte ich auch so gedacht, okay, wie könnte man das Step für Step, und macht man das dann quer oder hochkant? Und
Genau, und auf der letzten Seite, das war dann quasi nochmal ein eigenes Thema in diesem ganzen Thema zu den Ölbohrlöchern. Eben, da ging es um dieses Forschungsprojekt, was am Geomar stattfindet, wo Forscher und ForscherInnen mit einem Schiff über die Nordsee fahren und mit Hilfe von so einem Echolot können sie schauen, wo noch Blubberbläschen hochkommen, wo eben noch Methan aufsteigt. Und dann haben sie, das nennt sich ROV, so ein Roboter, und den können sie nach unten schicken. Und anhand der Anzahl der Löcher oder anhand der Bläschen, wie viele da hochkommen, können sie dann so Hochrechnungen machen, wie viel da noch rauskommt. Also nochmal quasi so ein Projekt in der ganzen Infografik. Und ja, das war eigentlich so unser erster Schritt. Genau. Da kann ich auch schon mal sagen, das ist für mich immer so ein total spannender Moment. Also wenn ich so irgendwie so eine Recherche, so eine Infografik-Recherche rausgebe an eine Illustratorin oder an einen Gestalter und dann so die ersten Skizzen zurückkommen, das ist irgendwie so der Moment, in dem man auch schon sehen kann, ah, okay, das funktioniert, das läuft irgendwie. Und es war in dem Fall halt tatsächlich so, wir haben also Sandra, unsere Art, Direktorin und ich, wir haben da so drauf geschaut und haben gesagt, hey cool, das war eine gute Wahl. Muss auch sagen, wenn man hier jetzt dieses ersten Skizzen anschaut, dann sind die schon verdammt ähnlich wie unsere Grafik, die zum Schluss dabei rausgekommen ist. Also das ist, glaube ich, auch schon ein gutes Zeichen. Ja, ich glaube, so den groben Aufbau haben wir auf jeden Fall so gelassen. Also weil wir haben hier nochmal, das hier war halt natürlich eine totale Herausforderung, weil da hatte ich eine Karte von der Nordsee. Ich kann die jetzt vielleicht gleich mal zeigen. Ich würde mal in das Dokument auch tatsächlich reingehen, in Illustrator, das ist vielleicht ganz interessant, weil nachdem ihr quasi dann freigegeben habt, also die Skizzen, was ich euch geschickt hatte, und da haben wir ja nochmal so ein bisschen vom Aufbau, ne, so Kleinigkeiten geändert, und dann ging es eigentlich für mich ja auch so an die Umsetzung, womit einhergeht dann auch so Sachen wie die Farbauswahl, Schriften hattet ihr festgelegt, bei den Farben war es noch nicht ganz sicher. Da konnte ich ja erstmal so irgendwie loslegen. Und hier war es zum Beispiel, hier sieht man das ganz schön, das hier war die Grafik, die du mir auch geschickt hattest. Ich weiß nicht mehr, das war auch mit in dem ganzen Dokument. Und hier sieht man natürlich auch die schiere Masse an Bohrlöchern, die da in der Nordsee einfach so da ist, oder wie viele Löcher das sind. Und da war es tatsächlich zum Beispiel auch die Herausforderung, wie stelle ich das dar? Lege ich wirklich Punkt für Punkt? Letztendlich haben wir es so gemacht, lege ich es wirklich Punkt für Punkt an, dass es wirklich genau ist, wo welche Löcher sind. Oder das ist ja immer so ein bisschen die Frage bei so, wenn man Daten visualisiert, rauszufiltern, um was geht's, was ist wichtig, was muss wissenschaftlich korrekt dargestellt sein, und wo kann man sagen, da ist vielleicht gestalterische Freiheit, es geht um den Prozess oder so. Also hier ist zum Beispiel bei der Bohrinsel, ob die jetzt hier oben diese zwei Dinge, ob die länger oder kürzer sind, wäre da jetzt egal. Und bei den Ölbohrlöchern war es zum Beispiel so, dass ich ganz am Anfang, man sieht es hier, mit so einem Muster im Hintergrund gearbeitet habe, weil ich dachte, okay, der Fokus liegt, also die unterschiedlichen Farben waren dafür da, für die unterschiedlichen Länder, wie viele Bohrinseln die haben. Und das hatten wir ja dann aber auch nochmal so rückgekoppelt. Ich hatte euch dann gefragt, ich war auch noch nicht so richtig happy mit. Und ich glaube, du sagtest dann auch, naja, vielleicht müssen wir es doch einfach konkreter darstellen, dass man wirklich sieht, wie viele das sind. Und letztendlich habe ich die dann auch alle händisch so Punkt für Punkt dann mit der Karte im Hintergrund habe ich die dann auch gesetzt. Oh je, meine, also, aber du hast jetzt nicht 20.000 Punkte gemacht. Nee, ich glaube, 20.000 waren es nicht. Also man kann sich auch so Pinsel selbst erstellen, dann geht es ein bisschen schneller, aber zumindest nicht, dass ich es irgendwie automatisieren kann oder so. Okay. Was vielleicht hier noch ganz interessant war, da hatten wir ja auch noch mal irgendwie so ein bisschen gesprochen, hier ging es um diesen geschichtlichen Background, also wir hatten uns dann entschieden, dass wir noch mal so eine Einleitungsseite machen wollen, weil wir eben so viele Informationen auch auf den nächsten zwei Doppelseiten haben, und hier wollten wir mit dem ersten Bohrloch anfangen. Und da war es zum Beispiel dann auch tatsächlich die Herausforderung, du hattest mir das Bildmaterial mitgeschickt, ich glaube, du hattest das Deutsche Erdölmuseum, glaube ich, nochmal auch angeschrieben nach Bildmaterial. Genau. Und die habe ich mir dann so rausgesucht. Und da merkt man dann auch so, ich weiß es natürlich wissenschaftlich oder geschichtlich nicht, welches jetzt wirklich der erste Ölbohrkopf war. Und ich hatte dann hier schon mal, also das ist einfach nur die Zeichnung auch hier aus dem Material, was die uns geschickt hatten, damit wir schon mal schauen können, ob das stimmt. Und ich glaube, du hattest es dann auch nochmal, ich glaube, auch an das Museum zurückgeschickt. Genau, oder ich habe deine Zeichnung nochmal an das Museum geschickt und gefragt, hey, ist das so okay?
Und es war tatsächlich nicht okay. Also es war nicht die richtige Darstellung. Ich kann mal hier in das andere Dokument gehen. So sah dann nämlich tatsächlich der erste die erste Ölbohrung aus, also mit so einem Gerät. Und das sind dann so ein bisschen so die Sachen, die man rausfinden muss in dem Prozess, auf wo kommt es drauf an, dass es eben auch ja, wissenschaftlich korrekt dargestellt ist. Was ich vielleicht noch so zu dem Gestaltungsprozess sagen kann, ich habe mir dann halt auch so ein Raster in den Hintergrund gelegt, damit das auch alles aufgeräumt wird, weil man sieht ja schon, dass da relativ viele Zahlen da sind und relativ so kleinteilig. Und deswegen haben wir dann auch geschaut, dass wir hier so eine Struktur aufbauen, dass das irgendwie alles auch geordnet wird und halt sehr auch geschaut, wie so der Aufbau der Seite ist, dass es halt so vom großen geschichtlichen weltweit dann auch so ein Fokus von der Nordsee und dann halt so in diese Details auch geht. Wie gesagt, das war jetzt die erste Runde. Also das war die erste Runde, wo ich visualisiert hatte. Hier hatte ich es zum Beispiel auch noch einfach selber jetzt die Farben ausgesucht. Und das mache ich dann auch irgendwie so bei Infografiken. Da hat man ja zum Beispiel total oft so diese Donut-Grafiken oder diese Kuchendiagramme. Und deswegen ist es irgendwie immer gut, wenn man so Farbabstufungen hat. Also da kommt halt sehr viel in der Gestaltung, setzt sich einfach zusammen oder ist so eine Schlussfolgerung von den Sachen, die man irgendwie mit einbauen muss. Und hier hatte ich mir dann so ein paar Farbpaletten irgendwie überlegt und bin dann auf so ein, ja, so sehr dezente, so erdige Töne gegangen, weil es ja auch so um das Thema Ölbohrlöcher ging. Und wenn ich mal nochmal hier in das Letzte dann gehe. Hoppla. Genau, da hattet ihr mir dann irgendwann gesagt, dass ihr euch für einen sehr knalligen Pantone wert. Also das ist dann nochmal so ein Wert, der einfach sehr knallig, also ein Farbton, der sehr knallig rüberkommen kann im Druck, für so ein Pink entschieden habt. Und das war dann natürlich auch eine Herausforderung. Wie bringe ich das ein? Weil ich hätte es im ersten Schritt natürlich nicht mit Erde und Ölbohrlöcher in Verbindung gebracht und gleichzeitig war es dann natürlich auch eine Herausforderung, weil dann habe ich halt hier geschaut, was könnte hier eine schöne Farbpalette sein, hier mir dann auch so Farbabstufungen gemacht, auch wieder, also dann dieses knallige Pink mit so erdigen Tönen verknüpft und habe das dann quasi nochmal angepasst in der Farbe, damit es natürlich auch ins Heft passt, weil wir hatten es hier, glaube ich, auch sehr stark so gemacht. Ihr wart schon auch dabei, das Heft zu setzen oder Sandra war dabei, das Layout zu machen und die ganzen Teile zusammenzusetzen. Und währenddessen haben wir ja noch auch an der Infografik gearbeitet und das dann auch so abzupassen, dass es halt letztendlich dann auch in das Heft reinpasst. Ja, vielleicht noch auch so ein kleines bisschen zur Erklärung. Also diese Sonderfarbe, dieses Knall-Kaugummi-Pink eigentlich, das hat Sandra sich dann, glaube ich, relativ spät ist sie auf die Idee gekommen, dass das halt so ein Merkmal sein könnte, dass sich, und diese Farbe, die zieht sich jetzt durchs ganze Heft und es ist total cool, aber ich glaube, du hast relativ spät davon erfahren. Da war die Grafik eigentlich schon ziemlich fertig. Hast du dann gedacht, sag mal, seid ihr verrückt, hier meine schöne Grafik und jetzt Kaugummifarbe hier rein? Also man sieht es hier, ich benenne die immer so, ich glaube bei Version 6 kam dann die Farbe und jetzt gab es noch 7 und dann gab es die Reinzeichnung. Es war relativ spät tatsächlich, aber am Anfang war ich so ein bisschen irritiert, weil ich glaube ich selber dachte, okay, wie bringe ich das jetzt da rein? Dann fand ich aber auch die Farbe irgendwie ganz gut, also weil es eben so was anderes mal ist. Und ja, und habe dann aber schon nochmal auch so rumprobiert, okay, wie kriege ich das jetzt unter, weil Pink auch tatsächlich eine Farbe ist, mit der ich persönlich jetzt nicht so oft arbeite. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Ist doch auch schön. Genau. Und vielleicht hier noch, was ich zum Beispiel so, wenn man so ein bisschen nochmal auf die Zahlen zu sprechen kommt, was ich super interessant finde, wenn ich so neue Themen irgendwie kennenlerne, dadurch, dass ich mich ja quasi eigentlich auch erstmal in so ein Thema reinarbeite und dann eben die wissenschaftlichen oder die Recherchetexte lese, ist so ein Thema für mich ja irgendwie auch oft neu. Und was ich zum Beispiel hier total irre fand, war dieser Blowout, der 1990 passiert ist. Ich habe den damals nicht so mitgekriegt, weil ich noch ganz klein war, aber da gab es ja tatsächlich mitten in der Nordsee einen Krater, der 60 Meter ist. Und in deinem Recherchedokument war zum Beispiel auch ein Bild, wo man gesehen hat, dass es unter der Wasseroberfläche gebrannt hat. Und das
das sind dann schon auch so Momente, wo ich denke, ach krass, und ist dann natürlich immer so eine Herausforderung, wie stelle ich das jetzt auch so dar, ne? Um was geht es da? Und hier haben wir uns dann auch entschieden, dass wir hier nochmal diese Lupe hinsetzen, dass man auch wirklich dem auch nochmal, ich glaube, du hattest nochmal auch so andere Teile und wir mussten auch so ein bisschen überlegen, was nehmen wir rein, was kommt nicht mit rein. Und das war aber auch so ein Ereignis, wo wir dann irgendwie gesagt haben, das muss auf jeden Fall mit rein, weil das einfach ja fast nicht glaubbar oder ist. Ja, das sind so wahnsinnige Dimensionen, also dieses ganze Thema, also was da an Millionen an Litern Öl irgendwo rausgebohrt wird und auch hier an Millionen an Kubikmetern an Gas, was da einfach rausblubbert, das ist unglaublich. Ja, genau, hier waren die 1990, da haben die, glaube ich, nur so eine Erkundungsbohrung gemacht und dann haben die so eine Gasblase, die im Erdboden ist. Also es ist hier so markiert, der normale Boden ist so gepunktet und hier ist so eben so diese Gasblase, dann haben die aus Versehen reingebohrt und dann ist das Ding halt, wurde freigesetzt. Und auch heute, glaube ich, was stand dabei? Ich glaube, immer noch 3 Millionen Liter pro Stunde oder... Nee, 90 Liter Methan pro Sekunde treten heute immer noch aus. Also das sind so wahnsinnige Dimensionen auf jeden Fall. Und vielleicht noch hier zu dem letzten, das Forschungsprojekt, da war es total interessant. Also da hier dieser eigentliche Prozess, wenn so ein Ölbohrloch, wenn die Firma, die da das Öl rausmanövriert, sagt, okay, sie sind jetzt hier fertig, das ganze Öl ist aufgebraucht, dann sollte eigentlich so ein Ölbohrloch zugemacht werden. Und da hattest du mir so einen Prozess mitgeschickt, der vor allem textlich auch beschrieben war. Und hier war es jetzt zum Beispiel so, wissenschaftlich wusste ich nicht, ob das korrekt dargestellt ist. Und hier hatten wir es auch so gemacht, ich habe so gut es geht. Ich glaube, eine Zeichnung war dabei, wo ich das meiste schon gesehen hatte. Aber hier geht es dann auch darum, wo irgendwie Betonschichten reingemacht werden, wie dick die sind, wo in der Mitte nochmal ein Pfropfen reinkommt. Und da geht es halt schon sehr, sehr so ins Detail und ins Wissenschaftliche. Und hier war es dann auch so, dass ich so die erste Skizze gemacht hatte. Ich kann nochmal schauen, wie das am Anfang aussah. Wir da schon nah dran waren. Also es war sogar schon sehr nah dran, aber da hattest du das, glaube ich, auch nochmal an Wissenschaftler zurückgekoppelt, um einfach zu schauen, ob das auch wissenschaftlich korrekt dargestellt ist. Genauso auch wie hier bei dem Projekt. Da war ich auch einmal bei einem Gespräch, als du mit dem Herr Böttner oder nee, dem Herr Heckel gezoomt hattest, da war ich auch mal dabei, damit ich einfach auch noch irgendwie Fragen stellen konnte. Das finde ich auch immer ganz interessant, weil die Wissenschaftler sind natürlich viel mehr in ihrer Materie drin und ich sage immer so, ich mache so ein bisschen so diese Probe, ob es Menschen ohne wissenschaftlichen Hintergrund auch verstehen, weil ich dann auch manchmal irgendwie einfach nochmal blöde Fragen stelle. Wie sieht denn dieser Roboter aus? Hat er da vorne irgendwie so einen Trichter dran? Ist das wirklich ein Trichter? Und wie groß ist der? Wie groß ist der im Verhältnis zum Schiff? Und dadurch kann man das dann halt irgendwie auch versuchen, dann richtig darzustellen, so wie es dann richtig ist. Genau. Ja, das war in dem Fall natürlich super wichtig und super hilfreich und da auch nochmal ein ganz großes Danke an Christoph Böttner und Matthias Heckel von der Uni Kiel beziehungsweise von Geomar, die da wirklich tolle Ansprechpartner waren, die uns da total weitergeholfen haben und auch wirklich Zeit reingesteckt haben in die Arbeit. Ja, total. Er hat sich ja auch total viel Zeit genommen, uns seine Forschungsarbeit oder das zu erklären, was die da eben machen, wie sie das rausfinden, wo eben so Lecks sein können, wo Methan noch rauskommen könnte und dann wie wirklich so dieser ganze Prozess ist, was die da untersuchen und wie die dann die Hochrechnung machen. Und das ist schon auch dann super interessant, wenn man das so aus der ersten Hand irgendwie erfährt. Genau. Ja, und das war dann eigentlich so das Endergebnis. Ich hatte es dann irgendwann, als wir dann auch die Farben angepasst hatten, hatte ich es an euch dann übergeben. Und ich glaube, dann ging es nochmal eine Runde, ob auch, dann hattest du nochmal den Text überarbeitet, weil wir haben es da auch so ein bisschen gemacht.
Du hast mir sehr freie Hand gelassen, weil wir auch gesagt haben, mal schauen, wie viel Grafikanteil, wie viel Textanteil reinkommt. Und ich hatte, glaube ich, einfach so deinen Text auch so ein bisschen zerstückelt und habe immer so viel reingenommen, wie ich denke, was passt oder wie viel Platz war. Und dann hatte ich es dir auch zum Schluss übergeben und du hast dann quasi nochmal den Text auch redigiert und geschaut, dass das textlich auch alles gut verfasst ist und auch alle Angaben stimmen. Und genau, so war es irgendwie so ein sehr schönes Ping-Pong, ja, wie Grafik eigentlich entstanden ist. Insgesamt, genau, ja. Du hast jetzt auch schon die Frage von Julia Kirch eigentlich fast beantwortet, wer macht denn die Texte? Also das war in dem Fall so, dass ich in diesem Recherchedokument eigentlich so ein bisschen quick and dirty alle Texte so reingeschrieben habe und Tanja hat die dann aufgenommen und schon als, naja, mehr als Platzhalter in die Grafik reingesetzt und dann habe ich die dann nachher nochmal schöner gemacht. Ja. Weil ich glaube auch gerade bei so langen Texten, so wenn man so einen 15-Seiten-Text bekommt, dann, ich glaube, weder du noch ich können sich dann in dem Fall so ganz konkret schon vorstellen, okay, wie viel Platz ist denn, was passt denn rein, weil es ist klar, dass ja nicht die 15-Seiten-Text irgendwie reinpassen und dann ist es da immer so ganz gut, wenn man schon mal so diesen ersten grafischen Aufbau macht und dann sieht man auch schon, okay, wie viel Platz braucht welche Grafik, wie viel Platz für Text ist da dabei. Und so kann man sich eigentlich so ein bisschen von außen so ein bisschen da so dran, ja, dran langhangeln oder sich da annähern, was dann auch gut passt. Und dass es vor allem auch nicht zu viel Text ist, das ist ja auch immer so bei Infografiken. Eigentlich geht es ja auch darum, dass die ganzen Informationen so auf das Wesentliche runterzubrechen. Und auch einfach zu schauen, dass man mit möglichst wenig Text auskommt. Und das geht natürlich immer total super bei solchen Sachen, wo man sehr viele Vergleiche oder sehr viele Zahlen hat. Ne? Da macht man einfach ein Tortendiagramm, bevor man irgendwie drei Absätze schreibt, welches Land wie viele aktive Bohrinseln hat. Sowas geht total einfach. Wohingegen jetzt zum Beispiel so ein Prozess, wie hier dieser Verschließungsprozess von so einem Ölbohrloch, da kommt man auch nicht ohne Text aus. So. Mhm. Und, aber ich glaube, da haben wir zum Schluss auch nochmal relativ, auch nochmal ein bisschen gekürzt, ne? Dass das Verhältnis, dass es einfach bei einer Infografik trotzdem so ein bisschen mehr Bild oder ein bisschen mehr Grafik ist als Text, damit es auch einfach ansprechend aussieht oder so ein bisschen besser einprägsam ist auch. Genau, ja. Ja, wie war das denn dann eigentlich für dich? Also ich habe dir dann diese, klar, wir haben schon so ein bisschen über das Thema gesprochen, aber ich habe dir so diese 15 oder 17 Seiten mit Daten und Zahlen hingeknallt und habe so ein bisschen gesagt, jetzt mach doch mal. War das für dich ein Schock oder hast du gedacht, okay, dann versuche ich mal hier ein bisschen Ordnung reinzubringen? Also ich war schon auf jeden Fall erstmal so ein bisschen überwältigt von der Flut an Informationen, die da drin standen. Also weil das sieht man jetzt zum Beispiel ja allein schon dieser Bereich hier, wo wir so ein bisschen diese Key Facts irgendwie auch rausgenommen haben. Es waren einfach unfassbar viele Zahlen drin. Da war ich schon so ein bisschen überwältigt. Und meistens mache ich es dann halt so, ich lese mir das einmal durch und lasse es dann auch erstmal sacken und denke so, okay, krass. Riesiges Thema, da sind viele super interessante Aspekte drin. Wie könnte man das gliedern? Weil ich glaube, wir hatten auch noch so ein bisschen einen unterschiedlichen Aufbau, auch einfach so vom Ablauf her, wie, was, wann, an welcher Reihe dran kam. Und ja, das kommt dann so. Ich lese es dann ein zweites Mal und sage, okay, das, glaube ich, muss auf jeden Fall rein. Das weiß ich nicht. Da können wir drüber nochmal sprechen und so. Und dann, ja, und dann so mit der Zeit ergibt sich dann so ein erster Aufbau. Aber es war auch irgendwie eine Challenge. Also ich fand das Thema halt auch super spannend und sehe das dann auch immer so als Challenge, inwieweit ich mich da auch so reinarbeiten kann, dass man das auch so runterbrechen kann. Und es war auch, glaube ich, nochmal dadurch, dass ich noch nicht ganz genau wusste, wie viele Seiten oder beziehungsweise ich glaube, es war so, anfangs hatten wir gesagt, wir haben zwei Doppelseiten und dann dachte ich so, oh, okay, das wird schon richtig knackig. Aber ich glaube, Sandra hat ja auch relativ früh dann gesagt, wir können dann noch diese dritte Doppelseite mit dazu nehmen, dass einfach so diese Einleitung mit ausgelagert wird und dann war schon nochmal so ein bisschen übersichtlicher, weil man muss natürlich so auf jeden kleinen Bereich schauen. Hier zum Beispiel auch so der letzte Abschnitt Lernen für die Zukunft. Man braucht dann für jedes auch ein Bild. Und wenn bei jedem
Text dabei ist, dann muss man natürlich gucken, dass man so viel Text einrechnet, wie der längste Block hat. So. Und deswegen könnte man den Bereich hier irgendwie nicht kleiner machen, weil sonst passt es einfach von der Gestaltung wieder nicht und dann sieht es wieder durcheinander aus. Und so ist es immer so ein bisschen so ein Ping-Pong, dass man eigentlich das Ganze immer so im Blick haben muss, wie man da so diese einzelnen Textfragmente und Grafiken auch mit reinbringt, dass es immer noch übersichtlich bleibt. Ja. Also was jetzt hier auf jeden Fall schon ganz, ganz deutlich wird, was du jetzt hier uns erzählst, und was vielleicht viele Leute gar nicht richtig kapieren, wenn sie so eine Infografik anschauen und da so drüber blättern, dass da unglaublich viel Arbeit drin steckt. Also ich von meiner Seite aus kann sagen, dass ich mindestens, also locker, eine Woche an Datenrecherche einfach reingesteckt habe. Jetzt war auch noch hier eine Frage von Franziska Schwarz an dich, Tanja. Wie viele Stunden hast du denn insgesamt etwa dran gesessen? Waren schon einige. Also ich kann es jetzt nicht mehr aus dem Stegreif so sagen. Es war aber schon so für die Skizzen, also den ersten Text lesen und dann so die ersten Skizzen, das waren so irgendwie, würde ich mal sagen, so 3 Stunden. Und der erste große Schwung, das war eigentlich am meisten Zeit. Und da habe ich, glaube ich, schon knapp 2 Tage auch dran gesessen. Also gerade hier auch so, hier diese ganzen Einzelteile, also baue ich ja dann quasi nochmal, oder einfach direkt hier mit dem Programm auch. Und bis ich hier erstmal so, ich baue dann eine Bohrinsel und wenn ich die dann habe, dann kann ich mir die auch kopieren und nochmal verwenden. Aber so, bis man mal so dieses Grundmaterial an Elementen, was man alles braucht, gebaut hat, war hier schon, ja, hat schon knapp 2 Tage, glaube ich, in Anspruch genommen. Und dann danach war es aber auch okay, weil, also das ist immer so der Hauptteil der Arbeit, also beziehungsweise hier in dem ersten Dokument, das zum ersten Mal visualisieren und dann sind die Teile da und danach irgendwie die textlichen Änderungen machen und die Farbänderung, das braucht dann nicht mehr so viel Zeit. Also es sei denn, es wird jetzt nochmal die ganze Reihenfolge und der ganze Inhalt geändert. Aber deshalb ist es immer auch ganz gut, wenn man mit so einer Skizze am Anfang arbeitet, weil so konnten wir auch einfach das, was du ja vorher auch gesagt hast, wo ihr dann gesehen habt, es geht in die richtige Richtung. Und für mich ist das Feedback natürlich super wichtig, ob der Aufbau so stimmt, weil wenn ich den so mache und dann danach ist er nicht so, wie ihr euch vorstellt, dann ist es halt viel, viel mehr Arbeit, das dann nochmal neu zu machen. Okay, also ungefähr 3 Tage so um den Dreh. Ja, ein Ticken mehr, aber so Nochmal ungefähr. 2 Tage Punkte malen. Genau. Ja, genau. Also das war hier auch nochmal so ein Ding, als wir dann gesagt haben, hier jetzt die Punkte reinsetzen, war auch nochmal ein bisschen Arbeit. Ja. Und dann so eine Frage, die hier auch dazu passt. Lena, warte mal. Nee, wo war sie dann? Hier, Lena Weisweiler fragt, kann man so ein Projekt vorab sicher kalkulieren? Also, du machst uns ja einen Vorschlag für ein Honorar und musst ja dann so ungefähr wissen, okay, da sitze ich eben 2 Tage dran. Also wie ich es immer mache, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Wege, wie InfografikgestalterInnen das machen. Meistens mache ich es mittlerweile eigentlich so, dass ich es pro Seite mache. Und was immer hilfreich ist, ist davor schon das Briefing zu bekommen oder in dem Fall am besten das Recherchedokument, weil dann kann man einfach viel, viel besser einschätzen. Ich glaube, wenn ihr zu mir gesagt hättet, hier kommt eine Infografik zum Thema Ölbohrlöcher, dann kann ich halt noch gar nicht einschätzen, wie detailliert es ist, wie groß, also wie so in die Tiefe das geht, was da alles für Themen mit reinkommen. Und wenn man das Recherchedokument hat, dann kann man es schon viel, viel besser einschätzen zum Beispiel. Und das muss man dann immer so ein bisschen individuell auch schauen, gibt es das Recherchedokument schon? Ansonsten kann es auch auf jeden Fall tricky werden, dass man eine falsche Kalkulation aufstellt, aber so mit der Zeit kann man es so ein bisschen auch dann einschätzen, wie je nachdem, wie viel Text, wie viel Grafikelemente ich habe, wie lange ich dann auch für so eine Doppelseite irgendwie brauche. Okay. Und wie lange haben wir denn insgesamt da dran gesessen? Weißt du noch den Zeitrahmen? Ich kann es gerade gar nicht mehr ganz genau sagen, aber es ging auf jeden Fall über 1,5 Monate bestimmt, oder? Ich glaube, so lang war es gar nicht. Ich Nee. glaube, 3 oder 4 Wochen. Ja?
So ungefähr, glaube ich, hatte ich im Kopf. Ich glaube, du hattest es ja dann auch nochmal rückgekoppelt an die Wissenschaftler und dann in so Korrekturschleifen können halt auch manchmal so ein paar Tage dazwischen sein, wo ich ja dann in der Zeit zum Beispiel keine Arbeit irgendwie mit habe. Und dann bespricht man sich halt immer so. Ich glaube, ihr hattet mich angefragt und hattet das Startdatum gesagt und Redaktionsschluss, bis wann das fertig sein muss. So, das waren so diese zwei Eckdaten. Dann war irgendwie klar, innerhalb von dem Zeitrahmen muss das Ganze dann irgendwie passieren und gestaltet werden. Und ich glaube, das haben wir aber vom zeitlichen her, das ganz gut gepasst auch. Okay. Jetzt ist hier noch so ein bisschen eine Spezialfrage. Woher bekommst du denn die Umrisse der Staaten? Wo hast du das Material dafür her? Also man kann natürlich mit Stockmaterial, also es gibt so Bilderdatenbanken, da kann man sich auch auf jeden Fall, also ich arbeite mit Vektoren, das ist einfach das ist das Gegenteil von Pixeln eigentlich. Das bedeutet einfach, dass ich sehr flexibel bin, wie ich es gestalte, und man kann es auch größer und kleiner skalieren, ohne dass es pixelig wird. Das kann man sich natürlich auch kaufen. Ich habe es in dem Falle jetzt tatsächlich eigentlich nachgebaut anhand der Karte. Also je nachdem, was man da für Kartenmaterial hat, wenn man eine findet mit einem sehr hohen Kontrast, wenn es nur schwarz-weiß ist, die Umrisse, dann kann man das auch mit Illustrator so bearbeiten, dass der einen da selber so eine Pfadlinie draus macht. Aber die muss man dann halt immer noch mal so überarbeiten, dass es auch wirklich, wirklich stimmt. Aber ich habe gerade so bei Karten, habe ich auch schon festgestellt, also ich habe schon öfters irgendwie Karten auch gemacht, die unterscheiden sich zum Teil auch. Also auch wenn man bei Google schaut oder dann wieder in der Google-Suche. Deswegen halte ich mich da auch meistens tatsächlich an dem Material dran, was mir dann zur Verfügung gestellt wird, weil wenn das die Recherchebasis ist, dann gehe ich einfach davon aus, dass es dann in dem Fall auch so, so passt. Quasi von der Form her. Okay, und gibt es da auch spezielle Software, die sowas, so eine Kartensoftware, ist hier noch eine Frage? Also ich arbeite nicht damit. Das kann ich jetzt gar nicht sicher beantworten. Also es gibt auf jeden Fall Kartensoftwaren. Ich kenne das aus anderen Bereichen. Ich weiß nicht, ob InfografikerInnen damit arbeiten. Ich glaube, da müsste man schon sehr, sehr stark in der Materie sein, dass man sagt, okay, ich gestalte, weiß ich nicht, Atlanten oder so, dass man, weil es, ich kann mir vorstellen, dass so eine Software auch, glaube ich, ziemlich teuer ist. Also da tut man sich einfacher, wenn man zum Beispiel auf Bilderdatenbanken sich so eine Vorlage kauft, und die kann man runterladen als Vektoren und dann kann man die auch so bearbeiten. Gut, und dann nehme ich jetzt mal noch eine Design-Detailfrage aus den Publikumsfragen hier noch mit rein, und zwar: Wie hast du die Punkte auf der Karte dann gemacht, die berühmten? Diese hier oder diese hier? Ich vermute, die Frage bezieht sich auf die Ölbohrloch-Punkte, also die... Die hier? Ja. Also, wie gesagt, die hatte ich dann letztendlich händisch angelegt. Ich weiß es nicht, ob das jetzt vielleicht zu sehr ins Detail geht, aber man kann sich hier, also ich kann hier auch einen Kreis zeichnen, kann dem dann eine Farbe geben. Und dann kann ich den als Pinsel anlegen, das habe ich jetzt hier gar nicht auf, also als Symbol auch anlegen oder auch als Pinsel. Und dann, wenn ich hier mit der Maus quasi drüber fahre, dann kann ich da auch mehrere Punkte auf einmal machen. Aber in dem Fall war es, dadurch, dass ich sehr viel nochmal angepasst hatte, habe ich es dann letztendlich tatsächlich nochmal händisch angepasst. In dem anderen Fall wäre es einfacher gegangen. Ich kann es hier nochmal zeigen. Muss ich mal schauen. Hier ist gerade die Zoom-Leiste. Da machst du einfach ein Muster sozusagen. Da mache ich ein Muster, und da sieht man, also so wie ich der Zeichenfläche hier eine Farbe geben kann, kann ich auch ein Muster anlegen, und dann sind da einfach Pünktchen drin, und das kann ich dann auch größer und kleiner transformieren. Ja. So, und dann ist es irgendwie gar kein Problem. Ich sehe schon, da hätten wir dir Arbeit erspart. Auf jeden Fall. Okay, also vielen Dank für die Punkte. Ja, jetzt ist es so, dieses Thema, ich war da drauf gestoßen auf dieses Thema, fand es spannend, hatte eigentlich ursprünglich vor, das als Text umzusetzen, dieses Plug and Abandon, also dieses Wiederzumachen von alten Ölbohrlöchern. War da dann eben auch auf die Forschungsarbeit gestoßen von Guillaume und von der Uni Kiel. Und dachte, ich könnte das vielleicht als Reportage machen, vielleicht sogar mit aufs Forschungsschiff und so weiter. Das hat dann nicht geklappt, zum einen wegen Corona und zum anderen eben, weil es auch wahnsinnig schwierig ist,
mit auf so ein Forschungsschiff zu gehen. Das fährt ja nicht morgens los und kommt nachmittags wieder zurück. Und dann habe ich so weiter überlegt und habe gedacht, vielleicht könnten wir ja auch eine Infografik draus machen. Und habe mich dann immer mehr mit diesem Gedanken angefreundet. Was würdest du denn sagen, Tanja, warum bietet sich dieses Thema hier an für eine Infografik? Also ich glaube, hier bei dem Thema ist es schon so, dadurch, dass es so viele Zahlen gibt, so viele Vergleiche, also was es angeht, wie viele aktive Bohrinseln es gibt. Hier, sowas ist natürlich auch einfach als Grafik unheimlich, ja, macht auf jeden Fall Eindruck. Ich glaube, das ist besser, dann schneller fassbar, wie wenn du jetzt in einem Text geschrieben hast oder hättest, es gibt 20.000 Bohrlöcher, aktive und verlassene. Also ich glaube, wenn man Texte hat oder wissenschaftliche Prozesse oder Vorgänge, die man sonst vielleicht mit sehr viel Text hätte beschreiben müssen, dann macht es eigentlich immer Sinn, grafische Elemente dazu zu benutzen. Andererseits, ich kann mir natürlich vorstellen, dass hättest du eine Reportage gemacht über dieses Forschungsprojekt, wäre es vielleicht auch super interessant gewesen, da einfach wirklich Fotomaterial zu haben. Also es ist, glaube ich, immer so ein bisschen, was ist das Ziel? Ich glaube, hier, was ist eher so diese Informationsvermittlung, so ein Eindruck oder so einen Überblick zu geben, was passiert bei Ölbohrlöchern, was passiert, wenn man die zumacht, sind sie wirklich dicht, was passiert eigentlich wirklich noch? Und dann, glaube ich, macht es total viel Sinn, damit mit grafischen Elementen das nochmal zu untermauern, damit man sich auch einfach nicht so viele Zahlen merken kann. Also vielleicht weiß man letztendlich ist auch hier nicht mehr die Zahl, wie viele aktive Bohrinseln jetzt UK hat, aber wahrscheinlich kann man sich merken, okay, die haben irgendwie die meisten. So würde ich sagen, ja. Cool, ja doch, also ich war danach auch einfach total froh, dass wir das so gemacht haben und es hat total viel Spaß gemacht mit dir zusammen, muss ich echt nochmal sagen. Dankeschön, ja, mir hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich muss auch sagen, ich fand es super schön, dass ihr mir da auch so viel Vertrauen, also beziehungsweise du mit deinem Text, weil das ist eigentlich auch immer was, wenn ich also es war ja unser erstes Projekt zusammen und wenn man neu mit einem Kunden, einer Kundin zusammenarbeitet, meistens frage ich also bei so Infografiken so, wie fertig ist der Text? So, weil wenn der wirklich in Stein gemeißelt ist, ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich 20 Doppelseiten Infografik machen müssen, aber so wusste ich halt, du hast halt gesagt, hey, du bist da frei, du kannst schauen, was passt und was nicht. Und das macht es natürlich dann auch, da konnten wir unheimlich gut dann so zusammenschauen, guck mal, ich würde das machen, was muss noch rein und uns da so, ja, abstimmen. Das war irgendwie, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, war sehr, sehr produktiv auf jeden Fall. Freut mich. Also, Tanja, vielen Dank für die Slides, vielen Dank für die Einblicke in diese Arbeit von dir. Und Stichwort Danke, jetzt kann ich hier so einen ganz kleinen kurzen Danke-Block hier einschieben. Und zwar möchte ich ein paar Leuten danken hier. Als erstes mal Malte Reinisch, der sitzt hier neben mir und macht die Technik und macht, dass hier alles funktioniert und dass mir kein Computer abstürzt und so weiter. Dann an diesem Punkt auch nochmal, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber nochmal ein dickes Dankeschön an Sandra Teschow, unsere Gestalterin und Artdirektorin vom Science Notes Magazin, die eben natürlich da auch eine riesengroße, wichtige Rolle gespielt hat bei dieser Grafik. Sie ist normalerweise dafür zuständig, wunderschöne Hefte zu zaubern und zu layouten und zu gestalten und das alles zu koordinieren, aber in dem Fall eben auch voll dabei gewesen bei der Infografik. Nochmal danke an Christoph Böttner von der Uni Kiel und Matthias Heckel von Geomar, die beiden Wissenschaftler, ich hatte es ja auch schon erwähnt, die uns da wirklich auch viel weitergeholfen haben. Und dann, wie immer, auch noch einen ganz herzlichen Dank an die Stiftung, die das alles hier möglich macht, die Klaus-Tschira-Stiftung. Sie macht unser Magazin möglich und damit zum Beispiel auch so tolle, aufwendige Infografiken wie die mit dir, Tanja. Aber auch insgesamt das Science Notes, alles, was sonst im Science Notes passiert, also die Veranstaltungen in Clubs, die wir machen, die großen Open Airs, die wir im Sommer veranstalten und eben auch diese Gesprächsreihe hier. Also danke, Klaus-Tschira-Stiftung. Gut, so, jetzt haben wir hier ganz viel und ganz intensiv über diese eine Grafik gesprochen, ein großer Block. Jetzt wollen wir ganz viele kleine Fragen stellen und das Ganze so ein bisschen auflockern nochmal.
Tanja, ich habe hier so ein kleines Speed-Dating vorbereitet. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ich stelle dir eine kurze Frage und du gibst mir ganz schnell eine kurze Antwort. Okay, ich bin gespannt. Manche machen mehr Sinn und andere weniger. Okay. Es geht los, Tanja. Norden oder Süden? Süden. Drin oder Okay. draußen? Draußen. Über oder unter Wasser? Über Wasser. Okay. Fast Fashion oder Fast Food? Dann lieber Fast Food. Okay. Dürer oder Pollock? Pollock. Okay. Schwarz-Weiß oder bunt? Ha, früher schwarz-weiß, jetzt bunt. Und Bleistift oder Illustrator? Schwierig. Beides. Das sind für Okay. unterschiedliche Sachen. Gut, also die Oder-Fragen, die hast du jetzt schon mal geschafft, aber wir sind noch nicht ganz durch. Okay. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Warum? Weil die unheimlich viele gute Farbnuancen hat. Okay, also auch eine Profi-Antwort hier. Hast du eine Vergangenheit, Schrägstrich ein heimliches Doppelleben als Graffiti-Artist? Einmal in der 12. Klasse für eine Seminararbeit, aber ansonsten nicht. Und ganz legal. Ganz legal, ja. Das war sogar in Tübingen an der Wand, wo man darf. Sehr schön. Aber ist wahrscheinlich längst nicht mehr da. Ich glaube nicht. Was hilft dir über kreative Flauten hinweg? Rausgehen ins Museum. Okay. Neue Inspiration suchen dann. Ja. Gut. Was kannst du partout nicht zeichnen? Was bekommst du einfach nie hin? Augen. Deshalb haben meine Gesichter keine Augen und keinen Mund. Okay. Was zeichnest du am liebsten? Grafische Formen, also abstrakte grafische Formen. Okay. Und wo würdest du gerne mal eine Arbeit veröffentlichen? Im New Yorker Magazin. Ah, sehr cool, ja. Das würde ich auch gerne übrigens. Welche Arbeit einer Kollegin oder eines Kollegen hat dich zuletzt so richtig geflasht? Von der guten Freundin von mir, die hat sehr persönliche Zeichnungen für so ein Creative Development Fund gemacht und hat da auch über mentale Gesundheit gesprochen und das Thema visualisiert. Und das fand ich sehr bewegend irgendwie. Und zum Schluss noch, wem willst du einfach mal Danke sagen? Meiner Familie. Sehr schön, Weil ein dir paar heute auch hier sind. Und die haben auch so im Studium immer schon einiges mit mir mitmachen müssen. auch. Okay, sehr schön. Gut, vielen Dank, Tanja. Du hast das Speed-Dating mit Erfolg hinter dich gebracht. Vielen Dank. Und jetzt kann ich hier ein ganz kleines bisschen, einen ganz kleinen Werbeblock einschieben, nämlich das ist jetzt der Science Notes Werbeblock. Als erstes würde ich gerne für unser Newsletter werben. Das ist total die schöne Möglichkeit, weil dann alle Leute, die sich dafür anmelden, Bescheid wissen, was bei uns passiert, wann ein neues Heft rauskommt, wann eine Online-Special-Ausgabe rauskommt, vor allem auch, wann neue Veranstaltungen sind, die jetzt ja hoffentlich auch in echt wieder öfters stattfinden. Und das ist nicht so ein nerviger Newsletter, der alle 2 Tage kommt, sondern im Schnitt so alle 2 Monate. Also es lohnt sich, sich da anzumelden. Dann sind wir natürlich auch auf Social Media unterwegs, auf Twitter und auf Instagram. Und Lenny, Hanna und Lissy machen das ganz toll und bespielen diese Kanäle für uns. Und dann natürlich noch insgesamt für unser Magazin, für das Science Notes Magazin. Ich will hier mal diese Grabenausgabe in die Kamera halten. Das ist die Ausgabe, die gerade noch aktuelle Ausgabe mit der Grafik von Tanja auch drin. Die gibt es bei uns auf der Homepage zu bestellen. Und ganz neu, ich zeige hier schon mal das Cover, ist die Reisenausgabe, die jetzt Anfang April rauskommt. Wunderschön gestaltet. Und die könnt ihr eben ab April dann im Bahnhofskiosk kaufen, im gut sortierten Bahnhofskiosk oder eben auch über unsere Homepage
bestellen oder abonnieren, www.sciencenotes.de. Wir freuen uns natürlich über Abonnenten. Und hier auch noch ein kleiner Tipp, es ist ja bald Ostern, so ein Heft kann man natürlich toll verschenken und man kann auch so ein Abo ganz toll verschenken, da freuen sich die Leute so richtig drüber. Gut, und Tanja, du freust dich wahrscheinlich auch über neue Follower und Fans. Das heißt, wenn du Lust hast, dann schreib einfach deinen Insta-Account oder deine Webseiten hier in den Chat und dann kann jeder und jede, die das spannend finden, da auch nochmal genauer drauf schauen. Ja, sehr gerne. Gut, und das war es auch schon mit der Werbung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tanja, jetzt wollen wir noch ein bisschen allgemeiner über dich und über deine Arbeit sprechen. Du hast noch mal ein paar Slides vorbereitet und erzählst uns jetzt ein bisschen, was du sonst machst, wenn du nicht gerade Punkte malst. Okay. Genau. Also du hast es ja auch am Anfang schon gesagt, ich mache nicht nur Infografiken, ich mache auch Grafik und Illustration und ich habe hier einfach mal noch so eine kleine Übersicht an Projekten. Zu dem einen möchte ich vielleicht noch mal so ein paar mehr Slides zeigen, weil ich dachte, das sei vielleicht noch ganz interessant hier so in dem Rahmen. Also ich mache auch Brandings, Packagings, also Verpackungsdesign für Firmen, da eben auch mit Fokus auf nachhaltigen Firmen. Hier waren es Illustrationen in Kombination mit einem Pattern-Design und dann auch das Logo gestaltet. Mhm. Hier für eine Schokoladenverpackung, das waren dann auch eher so abstraktere Formen, die aber von den Geschmacksrichtungen quasi inspiriert waren und dann sehr grafisch runtergebrochen und bunt gestaltet sind. Und hast du da so Geschmackssamples zugeschickt bekommen? Durftest du die Schokolade probieren? Ja. Okay. Sowas ist dann auch immer ganz geschickt. genau. Oder hier, das war auch für eine Kleidertauschparty von Greenpeace. Auch so in den Illustrationen nehme ich auch immer eben gerne solche Themen auf. Oder hier gegen den Black Friday, der so sehr mit Shopping und so ist. Das war so eine freie Illustration. Hier sieht man übrigens auch, dass ich keine Gesichter in meine Gesichter mache. genau, oder hier, ich hatte jetzt 2 Jahre lang die Helmholtz-Klima-Initiative auch betreut. Also ich habe davor auch schon für das Helmholtz-Zentrum in Berlin gearbeitet, immer mal wieder grafische Sachen oder auch Infografiken gemacht und jetzt auch die letzten 2 Jahre die Klima-Initiative grafisch illustrativ begleitet, sage ich mal. Und da war es zum Beispiel auch so, dass ich so eine eigene Icon-Sprache für die entwickelt hatte, weil wir so ein Format da mit der Wissenschaftsredakteurin auch irgendwie entworfen hatten. Das nannte sich so Factsheets und da gab es zum Thema Boden, zum Thema Wälder als CO2-Speicher, zum Thema Meere als CO2-Speicher, also eben auch immer in sehr engen Austausch mit den WissenschaftlerInnen und um die aber auch so ein bisschen runterzubrechen. Und da war ganz klar auch so die Zielgruppe einfach die breite Bevölkerung. Und deswegen sollte es auch eine Sprache sein, die relativ einfach verständlich ist, nicht so wissenschaftlich und natürlich auch irgendwie so ansprechend mit kleinen Icons und Illustrationen so ein bisschen auch geschmückt. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen so ein Überblick. Ein Projekt, was ich auch noch gerne zeigen wollte, das ist schon, also ich habe das vor 3 Jahren gemacht, das war tatsächlich mein Diplomprojekt, mit dem ich mein Studium abgeschlossen habe. Aber ich dachte, das ist jetzt hier nochmal ganz interessant, weil da der Ausgangspunkt tatsächlich eigentlich auch Forschungsbilder waren. Forschungsbilder, die ich entweder aus Dokumentationen oder auch von Greenpeace berichten, ne? Da ist ja auch sehr viel frei zugänglich im Internet, so ein bisschen auch daher kam und ich das Ganze aber in so einen Kommunikationsdesign-Kontext auch gepackt hatte. Da ging es nämlich darum, dass ich ein Fast-Fashion-Label eigentlich gefaked hatte und das Ganze sollte eine Awareness-Kampagne, also eine Kampagne sein, die ein Bewusstsein dafür schafft, sich mehr Gedanken über seinen Modekonsum zu machen. Und da hatte ich die Zielgruppe rauskristallisiert, dass sich natürlich junge KäuferInnen, also meistens irgendwie Mädels zwischen 16 und 25, so diese großteils die Fast-Fashion-Käuferin erreichen wollte und wollte aber das Ganze eben auch nicht so machen, dass es so eine Zeigefinger-Kampagne ist und sagen, sobald ihr bei Zara kauft,
ist es irgendwie sehr schlecht, sondern das Ganze auch in so einem proaktiven, sehr kreativen Kontext bringen, weil ich selber auch viel irgendwie so händisch mache, irgendwie Siebdrucken oder so mache ich total gerne und wollte das so ein bisschen in so einen kreativen, in was Kreatives, Positives umschwingen. Und hier so ein bisschen vielleicht, wie ich mich da mit den Forschungsbildern auseinandergesetzt hatte. Ich wollte nämlich ein Fast-Fashion-Label so faken, dass es aussieht wie echt. Und ich wollte das über 2 Monate über Social Media aufbauen, um tatsächlich einfach junge Käufergruppen für die attraktiv zu sein. Und das Ganze hat darauf hingearbeitet, dass es ein Release-Event in Berlin gab, 2018. Und das, was das Label so besonders gemacht hatte, waren All-Over-Prints, also Prints über die kompletten Klamotten. Das ist dann nicht nur so ein Druck vorne auf dem T-Shirt, sondern so über das gesamte Kleidungsstück. Und diese ganzen Prints, die gab es erstens mal gar nicht, weil ich das alles nur digital gefotoshoppt hatte. Und diese Prints an sich, diese Muster, wo da drauf waren, waren eigentlich alles Forschungsmuster, die die negativen Auswirkungen der Fast-Fashion-Herstellung, also in der ganzen textilen Kette von auf Mensch und Umwelt zeigen. Also hier, das war zum Beispiel aus einer Dokumentation Plastic Planet, das sind Keimdrüsen eines Fisches und hier sieht man den weiblichen Fisch, hier die Struktur von einem männlichen Fisch, also sieht sehr unterschiedlich aus und in UK haben Toxikologen den sogenannten Intersex-Fisch entdeckt, den gab es davor nicht und sie haben dann recherchiert und haben herausgefunden, dass der sich daraus, also es ist eine Mutation, die sich daraus gebildet hat, weil so viel Chemikalien in diesen ganzen Klamotten, in diesen gefärbten Klamotten, die wir haben, rausgewaschen werden und die zu dieser Mutation geführt haben. Und das fand ich schon, ich habe mich so ein bisschen länger auch schon mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, irgendwann so mit 20 fängt man das vielleicht dann auch an zu hinterfragen, was man kauft, ob das so gut ist. Ich glaube, es braucht es einen Moment, bis der das nächste Bild lädt. Und habe mich eben so ein bisschen gefragt, wie ich diese Fotos, wie ich diese ganzen Fotos während meiner Recherche irgendwie dann eben proaktiv auch so mit einbringen kann. Oder hier, das waren zum Beispiel Forschungsfotos von der NASA, von der Earth Observatory Kamera, also die kann man auch frei zugänglich im Internet sehen. Und hier sieht man zum Beispiel den Aralsee 1960 und hier so eine kleine Zeitleiste, wie der sich entwickelt hat. Mittlerweile ist es noch schlimmer, aber in Usbekistan ist einer der größten Baumwollanbauerländer und sie haben seit den 60er Jahren eben dieses Wasser genommen, um diese Felder zu bewirten. Und da sieht man halt, wie einfach der Fluss, der ganze See ausgetrocknet wurde und die Menschen dann nichts mehr zu trinken haben. Und ich hatte dann, oder hier, diese ganzen riesigen Mengen an Kleidungsabfällen. Und das waren alles so Fotos, die ich zum Teil auch ästhetisch ganz interessant fand oder auch sehr schön, aber die natürlich in einem sehr negativen Sinne auch stehen. Was man aber vielleicht diesem Intersex-Fisch, dieser Struktur, die ästhetisch schön ist, vielleicht auch nicht so ansieht. Und ich hatte dann irgendwann einen TED-Talk angeschaut von einem Fotografen, Henry Fair, und der hat genau dieses Thema angesprochen. Der beschäftigt sich in seiner Arbeit auch viel mit so Umwelteinflüssen von dem Mensch auf die Umwelt. Und er meinte eben, man braucht irgendwie, und das finde ich das Interessante auch so an Kommunikationsdesign, du kannst was Schönes sehen und im zweiten Moment kommt dann eben so die Information. Und wenn das so eine Dissonanz in dir selbst auslöst, dann fängst du an, darüber nachzudenken und dann kannst du vielleicht auch was bewegen. So. Und das war so ein bisschen Aufhänger, dass ich das auch gemacht hatte und habe dann eigentlich alles, was man auch so im Studium gelernt hat, ich meine, bei uns war es freier, aber wenn man das klassische Grafikdesign oder Werbung studiert, dann lernt man eben so diese ganzen Marketingmechanismen, wie ist ein Label aufgebaut, wie ist die Sprache mit den potenziellen Kundinnen. Und das Ganze habe ich eigentlich gefaked und habe mir Fast Fashion Labels angeguckt, die Sprache quasi angenommen, das Aussehen und habe so mein eigenes irgendwie gemacht, habe so ein Profil von diesem Label definiert, wie das sein soll, jung, hip, fresh, habe ein Logo gestaltet, eine Farbpalette, das hier ist so ein bisschen die Social-Media-Strategie, das sind alles Sätze, die ich von Fast Fashion Instagram-Accounts quasi eigentlich geklaut hatte, also die aber eigentlich auch alle darauf abziehen, neues Wochenende, du brauchst ein neues Kleid,
Wie auch immer, also immer mehr Konsum. Und das habe ich eigentlich wie so ein bisschen gesammelt und habe mir so mein eigenes Sammelsurium gemacht und wollte damit eigentlich auch so ein bisschen zeigen, wie schnell man eigentlich auch so was selber aufbauen kann, was es aber tatsächlich gar nicht gibt. Also weil das hier war jetzt zum Beispiel ein Foto von meinem Label. Und ich habe das aber so gemacht, dass ich mit Freunden, ich habe mir ein Fotostudio in Berlin gemietet für einen Tag. Die fanden die Idee irgendwie ganz cool. Dann bin ich da irgendwie auch relativ günstig in ein wirklich professionelles Fotostudio reingekommen, habe Freundinnen und Freunde von mir eingeladen, denen gesagt, sie sollen irgendwie ein hippes, ein schickes und ein Street-Urban-Outfit mitbringen. Und es sollte immer ein Oberteil oder eine Hose dabei sein, die so nur eine Farbe hat, wo ich eben gut danach digital bearbeiten kann. Okay. Und genau, und so haben wir das gemacht. Und so konnte ich dann nämlich eben auch diese Muster drauf machen. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. So sahen die Fotos aus, wo ich sie gemacht hatte. Mhm. Und digital, sieht man jetzt hier, ich habe die Farben bearbeitet. Ich habe eben hier, das ist dieses Intersex-Fischmuster. Mhm. Und hier, sie trägt zum Beispiel ein Foto, das war ein mikroskopisches Foto von Mikroplastik im Wasser, von Wasserproben in Flüssen in England, was sie gemacht haben. Und so wurden eben diese wissenschaftlichen Fotos auf einmal so dieses Key-Visual von diesem Label. Und das Ganze hatte ich dann aufgelöst, habe so Plakate gemacht, das Ganze eben über Social Media auch aufgezogen und habe dann alles, hier sind so ein bisschen die Plakate auch sichtbar. Und das Ganze habe ich dann auf diesem Event eben dann aufgelöst und habe eigentlich das gezeigt. Ich habe geloggt, hier gibt es jetzt gleich eine Modenschau und dann könnt ihr die Klamotten kaufen. Und dann kam aber eigentlich das, was ich da vor 2 Monate digital gemacht habe. Es sind 3 Freundinnen von mir auf die Bühne und ich habe eigentlich mit meinem Zeichenboard digital mit dem Beamer diese Muster da drauf projiziert auf deren Kleidungsstücke und habe dann auch so den Hintergrund davon erzählt. Und danach halt quasi gesagt, okay, das steckt eigentlich hinter euren Klamotten, hatte aber für das Event auch damit beworben, dass sie alte Klamotten mitbringen können und dann kriegen sie Prozente auf die neue Kollektion. Und das war aber so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, hier, ich habe ein paar Leute organisiert, die Workshops mit euch machen, ihr könnt eure alt mitgebrachten Kleidungsstücke, ihr könnt die tauschen, ihr könnt die umnähen, ihr könnt die bedrucken. Also da gab es eben ganz viele, ich hatte irgendwie, also paar Leute angeschrieben, es waren irgendwie Designerinnen oder die eine war Stylistin auf der Ethical Fashion Show seit ein paar Jahren und die haben sich irgendwie bereit erklärt, da so einen Workshop zu leiten und dann konnte man da eben sticken und umnähen und drucken und ja, und so habe ich halt das Ganze irgendwie so irgendwie in so was Kreatives umgeleitet und okay, das wollte ich jetzt noch so ein bisschen zeigen, weil ich denke, das ist so ganz gut, wie man auch so, also wie ich jetzt so wissenschaftliche Fotos auch dafür so verwendet hatte. Ja. Total spannend. Das heißt, die Leute, die waren dann auch nicht sauer irgendwie, dass sie gar nicht jetzt hier Momus-Klamotten kaufen konnten. Das war halt davor der große Nervenkitzel für mich. Ja. Das wusste ich nicht. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich diesen Moment, wo ich diesen ganzen Prank, also diesen ganzen Ablauf dann aufdecke, der muss sehr kurz sein und ich muss den sehr schnell in was Proaktives bringen, wo ich sage, hey Leute, ihr könnt jetzt selber was machen. Und tatsächlich, also ich weiß es nicht ganz genau, ob ein paar Leute gegangen sind, aber es haben sehr viele angenommen und sehr viele haben sich dann tatsächlich da auch an die Tische gesetzt und und es ausprobiert. Und es war halt auch voll schön, weil es waren tatsächlich auch relativ viele junge Mädels auch da. Die eine hat mir so erzählt, ja, sie arbeitet halt auch nicht so viel mit Schere und Stift und sie war jetzt irgendwie so, die war total angefixt, dass sie so gesehen hat, dass die irgendwie so was Neues machen kann, ne? Und fand ihr Kleidungsstück dann wieder so total cool. So. Und damit war es für mich dann eigentlich so mein Ziel erreicht gewesen. Wie viele Gäste waren denn dann da bei deiner sogenannten Modeschau? Also es waren so um die 40. Ich habe das halt alles alleine aufgebaut und habe dann irgendwie auf dem Alexanderplatz diese Flyer verteilt vom Primark und vom H&M und also ein relativ kleines Event so für den Maßstab, den ich aber halt bedienen konnte. Schön. Und wie war das denn dann? Hatte das dann, also wie war dieser Effekt, als du das aufgelöst hast mit den, diese schönen Muster, die ihr da seht, das sind eigentlich Auswirkungen von der Modeindustrie. Waren die dann so baff oder geschockt oder?
Ja, schon zum Teil. Also hier zum Beispiel hier im Hintergrund sieht man auch, da ist ein bisschen das Licht drauf. Das sind so Farbreste in der Ja. Fabrik in Bangladesch. Und ich hatte die dann innerhalb dieses Raums, wo das also wo diese Workshops stattgefunden haben, habe ich dann auch jeweils die Vorher-Nachher-Fotos beziehungsweise die Original-Forschungsfotos plus dann das auf der Kleidung gezeigt, weil ich dann schon fand, dass es sehr wichtig ist, eigentlich wirklich den Ursprung zu sehen. Was ist das eigentlich oder was ist der Aralsee, ne? Wie klein ist der jetzt? Und davor war es halt so ein abstraktes Muster. Und ich habe aber schon gemerkt, dass die zum Teil auch sehr schockiert waren, aber dann auch interessiert waren, was da der Hintergrund war. Und dann auch gesagt haben, ach krass, ja, das war mir halt auch gar nicht so bewusst. Okay. Ja. Aber was du also hier mit dem, was du geschafft hast, ist, den Leuten, die da gekommen sind, denen hast du auf jeden Fall diese Information ziemlich eindrücklich vermittelt. Und glaubst du, das war wichtig, dass diese Information erstmal in schöne Muster verpackt war? Ja, ich fand den Ansatz irgendwie, ich wollte den auf jeden Fall ausprobieren und ich fand ihn spannend, einfach weil das ein anderer, also das macht ja Mode oder das macht ja auch, also das, was ich ja eigentlich studiert habe, ne, so Werbung, also das Klassische, im klassischen Sinne Werbung, macht ja nichts anderes. Das verpackt irgendwas, auch wenn es einen negativen Kontext hat, halt irgendwie sehr schön mit dem richtigen Licht, richtige Farben, richtiger Slogan dazu und dann willst du es haben. Und das ist ja eigentlich das, was so die klassische Werbung macht, die redet dir irgendwie Bedürfnisse ein, die du wahrscheinlich auch gar nicht mehr hast oder ja, und deswegen fand ich das irgendwie sehr wichtig, da erstmal die Aufmerksamkeit zu erregen, weil das auch einfach ein anderer Ansatz war, wie es vielleicht eine klassische Awareness-Kampagne zu sagen, hier schaut mal, der Aralsee ist mittlerweile fast nicht mehr vorhanden, das ist schlimm. Das hat halt immer sehr schnell auch was von so einem Zeigefinger. Und ich fand es ganz spannend, das mal andersrum die Leute so abzuholen und halt erst über die Ästhetik zu catchen und dann eigentlich im zweiten Moment eigentlich erst so mit der Information dahinter zu kommen, wenn sie vielleicht mehr bereit sind, das dann auch darauf einzugehen oder sich darauf einzulassen. Ja, spannend. Und du erreichst natürlich auch ein anderes Publikum. Genau, ja. Ich glaube, weil sonst hätte ich vielleicht so diese Zielgruppe, die ich eben wollte, was halt vor allem jüngere Mädchen waren, hätte ich vielleicht sonst auch nicht bekommen. So. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, sich zu überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe, mit wem rede ich denn da oder wen will ich ansprechen? Ja. Würdest du denn dann deine Arbeit auch als aktivistisch beschreiben, fragt Nelly. Ein bisschen schon, also das, was du ganz am Anfang gesagt hattest, die Weiterbildung oder Ausbildung, die ich noch zur Kommunikationsstrategin gemacht habe, das war auch in Bezug auf Kampagnen, also politische Kampagnen oder soziale Awareness-Kampagnen, also schon ein bisschen so, ja. Okay. Jetzt nochmal anknüpfend an diese Momus-Prints auch. Was kann denn eine Grafik, was kann denn ein Design, was jetzt zum Beispiel ein Text nicht kann? Ich glaube, noch mal auf eine andere Art und Weise so eine emotionale Ebene mit reinbringen und vielleicht schneller dem, also mit einem Bild schafft man es schneller, den Betrachter in das Thema reinzuziehen, wie mit einem Text, würde ich, glaube ich, sagen. Okay. Und jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Aufgaben von so einer Grafik oder von einem Bild auch. Also ein Bild kann irgendwie einfach schön sein, das kann einfach Schmuck sein, oder es kann einfach auch tatsächlich eine Funktion an sich irgendwie erfüllen oder Informationen transportieren. Wann ist denn dann also ein Bild mehr als nur Schmuck? Das ist jetzt so ein Grundsatzthema. Ich glaube, da würde ich die Linie ziehen zwischen Kunst, die auch einfach nur also einen ästhetischen Wert haben kann, und Design, wo vielleicht immer als Hintergrund hat, oder Kommunikationsdesign, was immer als Hintergrund hat, Informationen visuell darzustellen und zu kommunizieren. Okay, gut. Und wenn wir uns jetzt, also das ist jetzt wieder ein bisschen mehr so unser Thema beim Science Notes Magazin, wenn wir uns jetzt, oder wenn du dich jetzt in der Medienlandschaft so umschaust, also in Zeitungen und Magazinen zum Beispiel, aber auch in Online-Medien, hast du das Gefühl, dass da die Visualisierung von Information im Prinzip, also wenn wir das jetzt mal so als Überbegriff für Infografik nehmen, dass diese Visualisierung von Informationen einen hohen Stellenwert hat?
Also ich glaube schon, ich würde sagen, so in den letzten 3, 4, 5 Jahren nehme ich schon wahr, dass es einen höheren Stellenwert bekommt. Was ich natürlich als Gestalterin auch super finde. Aber ich glaube, dass viele, also sowohl Magazine als auch zum Beispiel Tech-Firmen oder wissenschaftliche Einrichtungen, glaube ich, schon auch so das Potenzial sehen, da einfach vielleicht auch nochmal eine andere Zielgruppe mit ansprechen zu können und ja, einfach schneller auch sehr komplexe wissenschaftliche Themen darstellen zu können. Also weil es ja auch einfach, also gerade so im wissenschaftlichen Bereich auch viele Themen gibt, die doch schwierig sind zu bebildern, so. Und da hast du das Gefühl, da tut sich jetzt gerade was. Finde ich schon, ja. Also ich nehme schon wahr, dass ja gerade in Zeitschriften mehr Wert drauf gelegt wird, dass die immer schöner bebildert sind und auch mehr mit Infografiken gearbeitet wird. Okay. Und hast du da vielleicht ein Beispiel, irgendjemand, der es besonders toll macht, jemand, der oder irgendwas, was dir in letzter Zeit aufgefallen ist? Also von den Magazinen her, oder? Zum Beispiel, ja, oder? Zum Beispiel, ich mag das Leibniz-Magazin total gerne. Das ist vom Leibniz-Institut herausgegeben, eben auch ein Wissenschaftsmagazin, aber die haben auch eine super, super Grafikdesign, die arbeiten viel, auch mit super schönen ästhetischen Fotos. Und jetzt nicht nur Stockmaterial, sondern wirklich auch mit Fotografen. Und das Gleiche aber auch, dass die sehr coole Infografiken Ja, haben, ja. das ist mir auch schon oft aufgefallen. Das ist wirklich ein super schönes Magazin auch. Die hatten auch die hatten einen großen Relaunch erst vor einer Weile, glaube ich, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Also Ja, müssen kann wir nochmal sein. nachchecken. Genau. Und fällt dir auch so ein Beispiel ein, wo total viel Potenzial verschenkt wird, eben gerade was Informationen über Gestaltung, über Visualisierung angeht? Also, ich weiß nicht, ob ich es nennen würde, Potenzial verschenkt. Ich glaube, gerade so im wissenschaftlichen Bereich sehe ich da eigentlich noch viel Potenzial nach oben. So, also gerade bei Forschungsprojekten, dass da noch mehr. Also so letztes Jahr, wo ich die Klimainitiative auch betreut hatte, da habe ich schon gemerkt, dass viele WissenschaftlerInnen dann auch so auf mich zukamen und irgendwie so meinen, ja, das wäre sehr gut, wenn man da eine Visualisierung hätte, um halt auch viel stärker so in die Öffentlichkeit treten zu können, so mit der breiten Masse, sage ich mal, die jetzt nicht so aus einem wissenschaftlichen Kontext auch kommen. Ich habe eine schöne Rückmeldung gekriegt von Christoph Böttner, eben einer von den beiden Wissenschaftlern, mit denen wir da zusammengearbeitet haben für diese Plug-and-Abandon-Grafik. Der arbeitet an der Uni Kiel. Und der hat eben mir dann geschrieben, dass er sich total gefreut hat über die Grafik, als er die dann zum Schluss gekriegt hat. Wir haben natürlich ein Heft geschickt und hat er gefragt, ob er diese Grafik dann auch in seiner Vorlesung benutzen darf, um seinen Studentinnen und Studenten seine Arbeit auch nochmal ganz anders zu zeigen. Und dann hat er geschrieben, ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte die gleichen Möglichkeiten der Visualisierung meiner Arbeit. Und das ist natürlich eine große Zeitfrage und eine Geldfrage, auch bei Wissenschaftlern, die können das natürlich nicht auch noch unterbringen, da irgendwie tolle Infografiken selbst zusammenzuzimmern. Aber denkst du, gerade in der Wissenschaft ist das eben ein wichtiges, wäre das ein wichtiges Mittel, um vielleicht auch noch die Akzeptanz von Wissenschaft in der Gesellschaft mehr zu fördern? Glaube ich schon, ehrlich gesagt. Also gerade, ich meine, so die sozialen und die Wissenschaft oder ja, die sozialen Themen, mit der so die Gesellschaft konfrontiert ist, die werden ja jetzt leider nicht einfacher, sei es ökologisch oder eben auch soziale Themen. Und ich glaube schon, dass wenn man, ich meine, letztendlich hängt es halt auch immer davon ab, viele Wissenschaftsinstitute sind auch von öffentlichen Geldern, die haben halt bestimmte Budgets, die sie dann auch haben oder nicht haben und nicht überschreiten dürfen. Aber da sehe ich schon ein großes Potenzial so zum Thema Klimawandel und wie man CO2 einsparen kann im Alltag. Also jetzt zum Beispiel solche Themen, wo es, glaube ich, noch viele Sachen gibt, die man nicht so weiß, die aber wissenschaftlich auf jeden Fall fundiert sind, wo es wissenschaftliche Fakten zu gibt und wo sich dann vielleicht auch so Infografiken sehr gut zu so anbieten können, da irgendwie in Kommunikation so mit der ja, breiteren Masse auch zu treten, glaube ich schon.
Okay, und es ist ja aber überall eigentlich so, in allen gesellschaftlichen Bereichen, sei es jetzt in der Wissenschaft oder wo auch immer, dass Daten einfach immer mehr werden und immer wichtiger werden. Und da wird es dann eben auch immer schwieriger, einen Überblick zu behalten. Und das heißt so, gerade auch um Daten darzustellen und zu visualisieren, werden Designerinnen und Informationsdarstellerinnen im Prinzip ja auch immer noch wichtiger in Zukunft vermutlich, oder? Ich hoffe. Das heißt also, Designerin ist total der Zukunftsjob. Ja, das ist jetzt die Frage. Ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube schon so in diesem Kontext, was so Informationsgrafiken oder Illustrationen angeht, glaube ich, ist auf jeden Fall sehr viel da, wo es, glaube ich, Bedarf gibt oder ja, wo man sich da einbringen kann. Jetzt ist es allerdings oft so, dass gerade in der Design- oder in der Gestaltungsbranche ich so das Gefühl habe, dass es teilweise ganz schön schwierig sein kann, auch am Anfang, gerade so als Berufseinsteiger, als Berufseinsteigerin. Hast du da vielleicht irgendwie so ein paar Tipps für junge Designerinnen und Designer? Also noch jünger als du? Also vielleicht so in zwei Hinsichten. Das eine, was natürlich schwierig ist, was ich auch immer wieder merke, wo tatsächlich ein Unterschied ist zwischen Deutschland und vielleicht anderen Ländern wie zum Beispiel USA oder Skandinavien, dass dort Grafik und Illustration schon einen höheren Stellenwert hat als hier. Also ich finde, man sieht es schon, jetzt mal ganz platt gesagt, wenn man so in Supermarkt geht. In Schweden sehen sogar die Milchtüten schön aus. Das kommt hier so peu à peu, aber es ist noch nicht so weit, habe ich das Gefühl. Was es sicherlich als Berufseinsteigerin oder auch immer noch danach schwierig auch macht, manchmal so aus einer finanziellen Sicht, weil in Deutschland habe ich schon so das Gefühl, da tut man sich manchmal schwer oder die Kunden potenziell tun sich manchmal schwer, das zu verstehen, diesen Wert an Kommunikation, also was die Kommunikation für ihr Produkt, für ihr Projekt, für ihr Institut, je nachdem, einfach für einen Wert darstellen kann. Ja, da Tipps durchhalten ist wahrscheinlich da so der beste Tipp. Und wenn es vielleicht darum geht, wo man sich oder wo man so seine Nische finden will. Also wir hatten es ja auch vor dem Gespräch jetzt hier so, bei mir an der Uni war es zum Beispiel total offen. Also ich hätte in die Richtung Fotografie, Webseitengestaltung, Illustration, Typografie gehen können. Also sehr, sehr breit gefächert. Und da fand ich zum Beispiel unheimlich gut, dass ich mich in so unterschiedlichen Richtungen auch ausprobieren konnte im Studium. Also so irgendwie mitnehmen, was geht. Und wenn da neue Dozenten, Dozentinnen kommen, die ein anderes Seminar anbieten, so auf jeden Fall ausprobieren, dass man auch so merkt, wo ist so sein Steckenpferd oder was macht man gerne, was taugt einem vielleicht auch nicht so gut, dass man da so ein bisschen die Richtung finden kann. Das heißt, am Anfang muss man sich so ein bisschen orientieren und auch so ein bisschen durchbeißen, bis es dann Aber läuft. ich glaube, das ist auch überall so, oder? Auf jeden Fall in allen freiberuflichen Bereichen, vermute ich, ja. Jetzt haben wir hier noch zwei Kommentare aus dem Publikum und das nehme ich auch gleich nochmal zum Anlass, um allen anderen nochmal zu sagen, wenn ihr noch Fragen habt an Tanja, dann immer her damit. Zum einen ist hier noch ein Kommentar eben zur Kommunikation von Wissenschaft und die braucht eben auch ein Budget, schreibt Lena Weisweiler. Und gerade im Zeitalter von Superproblemen in einer komplexen Welt, dafür sollte es Verständnis geben. Genau, das ist natürlich klar, dass das oft öffentliche Gelder sind und dass diese Gelder eben gut aufgeteilt werden müssen. Aber dass Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsjournalismus eben total wichtig sind. Das hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall auch, glaube ich, sehr, sehr deutlich, wurde sehr deutlich. Ja. Dann noch ein Kommentar. Ich glaube, gerade in neuen Forschungsfeldern, von denen viele Menschen noch gar keine Vorstellung haben, sind Grafiken super wichtig und eine große Herausforderung für Journalistinnen und Gestalterinnen. Genau, um Leuten da mehr so ein bisschen ein Gefühl und einen Anknüpfungspunkt dafür zu geben. Also, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt an Tanja, dann schreibt sie gerne in den Chat. Jetzt haben wir vorher schon über dich gesprochen und über dich als multidisziplinäre Designerin. Du hast uns schon erklärt, was das ist. Und du kannst dich auch nicht so richtig drauf festmachen, was jetzt deine Lieblingsdisziplin ist, oder?
Schwierige Frage. Ich glaube schon Illustration. Also Okay. Illustration, Infografik, ja. Und Das ist Illustration ist jetzt nicht, unbedingt mit einem Bleistift in der Hand, sondern Illustration zählt für dich eben sowohl Skizzen mit Bleistift als auch mit einem Illustrator. genau, also vielleicht hat man es vorher gesehen bei den anderen Sachen, was ich noch so gezeigt hatte. Die Sachen sind ja eigentlich alle sehr grafisch illustriert, sage ich mal. Also ich bin keine Kinderbuchillustratorin, die mit Aquarell zeichnet. Das ist immer noch mal so irgendwie was ganz was anderes. Deswegen sehe ich mich da eigentlich auch eher als Grafikerin so, weil ich eben mit Illustrator die Einzelteile baue und gar nicht so richtig zeichne. Aber ja, die Skizzen sind immer mit Bleistift. Sehr schön, okay. Gut, jetzt bist du ja aber eben nicht nur Designerin, sondern auch Kommunikationsstrategin, hatten wir vorher auch erwähnt. Kannst du es ganz kurz erklären, was eine Kommunikationsstrategin macht? Das ist eigentlich noch mal, also eigentlich noch mal so das Ganze, wie man eine Kampagne so aufbaut, dass man wirklich herausfinden kann, wer die Zielgruppe ist, wen man ansprechen möchte, wo sich diese Zielgruppen befinden, wie man die Leute mit auf so eine Reise nimmt, dass man die eben auch mit reinbringen kann. Also nicht nur die Gestaltung, wie was gemacht ist, sondern auch wie was gestaltet ist, sondern auch tatsächlich, wie das strategisch aufgebaut sein muss oder bei einem Branding zu fragen, wenn jemand sagt, hey, ich brauche ein Logo, ich habe ein neues Produkt, dann sage ich nicht, ja, okay, ich mache das jetzt, ich finde blau schön, deswegen mache ich es blau, sondern stelle natürlich ganz viele Fragen außenrum. Wie seht ihr euch selbst? Warum macht ihr das? Was ist euer Kern? Wie wollt ihr auch nach außen gesehen werden? Wen wollt ihr erreichen? Wie wollt ihr rüberkommen? Und das sind alles so diese Fragen, die strategisch eigentlich die Gestaltung beeinflussen und dass es einfach fundiert ist und auch in so einem Branding-Prozess zum Beispiel lange für die Leute dann auch hält. Okay, Das das heißt vielleicht. einfach ein viel langfristigeres Denken und Arbeiten. Genau, ja. Ja, super spannend, ja. Gut, und jetzt habe ich keine Fragen mehr aus dem Publikum hier reingekriegt, aber ich habe noch eine letzte Frage an dich, Tanja, und zwar, ob du so einen Lieblingstrick hast irgendwie oder eine besondere Masche oder woran erkenne ich eigentlich eine Tanja Hildebrand-Grafik? Oh, ja, am besten die Kunden fragen, würde ich sagen. Das ist ja so der Traum eines jeden Gestalters, Gestalterin, das zu erkennen. Nee, ich glaube, bei mir würde ich sagen, ich baue oft diese Muster ein. Also diese Pünktchen, was wir vorher hatten, oder so Linien und knallige Farben und so der Kontrast von sehr grafischen, flächigen Formen und feinen Linien, glaube ich, würde ich sagen, tauchen immer wieder auf. Okay, und vorher hatte ich jetzt noch eine Frage übersprungen, ist mir gerade wieder eingefallen von Caroline Pisalski. Wie hast du denn deinen Illustrationsstil gefunden? Ganz viel zeichnen, ganz viel machen. Und ich glaube, natürlich so ein äußere Einflüsse, ich würde schon sagen, so die Bauhaus, so Kandinsky oder so, hat mich schon, glaube ich, auch beeinflusst, weil ich das einfach unheimlich spannend finde, wie man Formen runterbrechen kann. Und ich glaube, es sind so unterschiedliche Dinge und überall bekommt man so ein Stückchen und deutet es so für sich um. Und ja, aber tatsächlich einfach so durch die Jahre. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt schon fertig ist, der Stil. Und ich glaube, ein Stil ist vielleicht auch nie fertig und Ja, entwickelt sich immer hoffentlich. weiter. Ja, Ja. wäre ja auch ein bisschen langweilig sonst, genau. Dann haben wir noch mal eine Frage, ob die Aufnahme dann später noch mal angeschaut werden kann. Genau, die wird bis in ein paar Tagen oder in 2 Wochen oder sowas gibt es die in unserem Science Notes YouTube-Kanal. Und dann aber noch mal eine Frage an dich, Tanja. Ich glaube, das nehme ich als letzte Frage. Noch eine Frage, wie hast du es geschafft, so viele Kunden mit dem Fokus Nachhaltigkeit zu gewinnen, sprichst du diese gezielt an? Ja, also teils, teils, teils tatsächlich gezielt oder auch über Netzwerke. Es gibt auch so berufliche Netzwerke, die nennen sich irgendwie Changemaker oder Social Entrepreneur Netzwerk. Also es gibt da schon Netzwerke, wo auch gerade zum Beispiel so soziale Startups drin sind, mit denen man dadurch dann auch in Kontakt kommen kann. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, bei mir hat sich es gerade so am Anfang, also ich bin ja eigentlich auch noch relativ am Anfang, ne? Ich bin jetzt seit 3 Jahren voll selbstständig, davor halt immer so neben Studium. Bei mir hat sich auch
einiges ergeben durch dieses Diplomprojekt, durch dieses Fast Fashion Label. Damit bin ich mit ein paar Leuten in Kontakt gekommen und die haben einen dann wieder weiterempfohlen. Und so kommt es dann natürlich auch so das eine zum anderen. Und das, was ich vorher schon gesagt habe, irgendwie, wenn ich so zurückblicke, hatte ich tatsächlich echt so das große Glück, dass ich bisher immer für solche Kunden, Kundinnen auch arbeiten konnte. Mhm. So, das, ja, bisher. Ich hoffe, ja, das bleibt so. Dann hast du tatsächlich das geschafft, wirklich auch so dein Steckenpferd zum Job zu machen. Sehr schön. Tanja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, für diese tollen Einblicke in deine Arbeit. Du hast uns, glaube ich, total viel gezeigt über Illustration und über Infografik auch. Also hat mich total gefreut, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und dafür also herzlichen Dank. Und natürlich auch an das Publikum, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt und so fleißig Fragen gestellt habt. Und die CEO Science Notes ist ja eine Reihe. Wir hatten schon ein paar Gespräche, die wurden auch aufgezeichnet. Die könnt ihr eben auf unserem YouTube-Kanal nachschauen auch. Und wir haben schon am Dienstag, dem 12. April, haben wir unsere nächste Veranstaltung. Und zwar wird da meine Kollegin Hanna Schultheiß mit dem freien Journalisten Florian Sturm sprechen. Und zwar geht es darum, um Themenfindung. Also wie stoßen Journalisten eigentlich auf ihre Themen? Und Florian hat schon oft für uns geschrieben und ich kann sagen, der ist so ein richtiges kleines Trüffelschwein, wenn ich das mal so sagen darf. Der findet nämlich immer ganz tolle Themen für uns, ganz spannende Themen, auf die viele andere eben nicht kommen. Und wie er das macht, das möchte er uns dann in einem Monat erzählen, am 12. April. Gut, und dann wünsche ich dir, Tanja, und euch da draußen allen auch noch einen ganz schönen Abend. Vielen Dank nochmal, gute Nacht und vielleicht hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auch Dankeschön. Ganz lieben Dank von mir. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gern. Dann tschüss und gute Nacht. Tschüss.